Und in Bangkok begrüße ich jetzt unseren Korrespondenten Peter Kunz. Herr Kunz, Deeskalation ist jetzt das Motto. Wird diese Strategie aufgehen? Das werden wir sehen. Sie wird sicherlich aufgehen, denke ich, in den nächsten Tagen, denn dann hat der König hier Geburtstag. Der gebrechliche König Bhumibol wird 86 Jahre alt und den verehren sie alle, die Regierungsgegner wie die Regierungsbefürworter. Also in der Zeit wird, glaube ich, keiner überhaupt auf die Idee kommen, irgendetwas zu tun, was diesen Frieden, der gerade für eine Weile eingekehrt zu sein scheint, zu gefährden. Danach, man wird sehen, denn alle Gespräche im Vorfeld, auch das Treffen zwischen der Premierministerin und dem Protestanführer Suthep, haben ja nicht viel gebracht. Beide Seiten sagen, sie wollen zu einer Lösung kommen. Die Regierung ist relativ weit auf die Protestierenden zugegangen und schlägt vor, dass es eine Kommission geben soll, wie auch immer die aussieht, die sich damit beschäftigen wird, einen Weg aus diesem politischen Dilemma zu finden. Der Protestführer Suthep bleibt sozusagen beinhart und sagt, das interessiert mich alles nicht. Noch nicht mal die Auflösung des Parlaments würde ihn interessieren oder würde ihm genügen. Man fragt sich inzwischen, was er eigentlich will. Wo will er hin? Er will eine Technokratenregierung. Die will er zusammensetzen aus Leuten, die etwas vom Fach verstehen und sozusagen nicht drin sind, tief drin sind im politischen Morast. Aber wer ist er denn, bitteschön? Er ist einer von denen. Er ist ein ehemaliger Premierminister. Er hat die Demokratische Partei, also eine der beiden großen Kräfte hier in Thailand, verlassen, um diesen Protest anzuführen. Man hat das Gefühl, er sagt nämlich, soll ein Premierminister ins Amt kommen, der was von seinem Job versteht und frei ist von Vorbelastung und ein guter Mensch. Ich glaube, er meint damit sich selbst, der gute Mensch. Aber das wäre dann keine Demokratie mehr, wenn er so an die Macht käme. Gegen diesen guten Menschen, also den Anführer der Proteste, ist jetzt ein Haftbefehl erlassen worden. Angenommen, er wird festgenommen, wird das die Proteste dann nicht erst recht wieder anheizen in Thailand? Da kann man von ausgehen, aber diese Haftbefehle in Thailand, die haben viele verschiedene sozusagen Hintergründe und dienen auch als Druckmittel. So ein Haftbefehl wie in diesem Fall ist 20 Jahre gültig. Das heißt, egal was passiert, Suthep kann man auch morgen noch festnehmen, muss man nicht heute tun. Natürlich würden heute die Regierungsgegner, seine Anhänger auf die Straße gehen und dann vielleicht auch gewalttätig werden. Aber wenn es einen politischen Einigungsprozess gibt, kann auch dieser Haftbefehl ein Druckmittel sein und mehr als das auch. In 5 Jahren könnte jemand kommen, das ist bei anderen Politikern in Thailand durchaus schon öfter passiert, und sagen, jetzt nehmen wir dich mal fest, du hast da noch was aus dem Kerbholz aus der alten Zeit. Also hier wird viel gespielt, viel in Hinterzimmern, und was wir sehen, das ist die öffentliche Bühne. Der Suthep mit all seinen starken Äußerungen, der die Massen hinter sich geschart hat, der vielleicht ein bisschen aus dem Ruder gegangen ist, der womöglich auch gar nicht mehr weiß, wann er eigentlich noch aufhören soll mit seinen Protesten. Das ist das eine, aber man kann davon ausgehen, dass hinten ganz klar und hart verhandelt wird zwischen der Demokratischen Partei, also der eigentlichen Opposition im Parlament, und der Regierung Yingluck Shinawatra. Bei dem letzten großen Konflikt vor mehr als 7 Jahren hatten die Regierungsgegner ja ordentlich Ausdauer bewiesen und wochenlang Regierungsgebäude und auch die großen Flughäfen belagert. Könnte das jetzt wieder so ablaufen? Im Augenblick gibt es ja die Ankündigung, dass nichts vorbei ist, und es ist sogar noch nicht mal so, dass Bangkok leer sein wird an des Königs Geburtstag, weil jeder nach Hause geht, zu Hause feiert, hier in den Apartments oder draußen auf dem Land oder eben zurückfährt in die Dörfer, aus denen die Leute kommen. Das ist ja hier schon lange nicht mehr der Konflikt, wie er früher mal beschrieben werden konnte, zwischen einer armen Landbevölkerung und einer urbanen Elite. Auch die Rothemden, die sogenannten, also die Anhänger der Premierministerin Yingluck Shinawatra, setzen sich inzwischen aus der urbanen Mittelschicht zusammen. Und man kann sagen, dass die andere Seite, die Regierungsgegner, in der Hauptsache eher aus dem Süden kommen, die anderen aus dem Norden. Also viele, die hier demonstriert haben in den vergangenen Tagen, die kommen nicht aus Bangkok, die kommen auch aus anderen Teilen des Landes, würden also jetzt zurückfahren, um des Königs Geburtstag zu Hause zu feiern. Aber auch da will der Protestführer Suthep, dass sie hier bleiben. Der Geburtstag des Königs, hat er heute Abend gesagt, soll mit seinen Leuten hier gefeiert werden. Also schauen wir mal, wie das weitergeht. Es kann durchaus sein, dass sie nächste Woche alle wieder auf der Straße sind. Und dass Suthep sagt, das reicht mir nicht, das genügt mir nicht. Ich will noch mehr und noch mehr und noch mehr. Eine kurze Einschätzung noch von Ihnen. Es gibt jetzt Meldungen, dass sich diese Proteste auch schon negativ auf den Tourismus in dem Land auswirken. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie sicher ist die Lage dort für Touristen?
Ich denke, nicht unsicherer als sonst auch im Moment. Wenn man ein bisschen darauf achtet, dass man sich nicht dahin bewegt, wo ohnehin in den letzten Tagen doch eher alles abgesperrt war, wo die Polizei auf der einen Seite aufmarschiert war und die Demonstranten auf der anderen Seite. Also wer da reingerät, dem ist auch nicht unbedingt was passiert hier. Da gab es Leute, die sind da orientierungslos herumgelaufen und wussten nicht mehr, wie kommen sie jetzt da wieder raus. Aber wenn man sich da etwas ferngehalten hat, dann war Bangkok die Stadt, die es immer ist. Natürlich, es ist Weihnachtszeit und das ist die Haupttouristenzeit in diesem Land. Und es gibt viele Leute, die bei vielleicht auch etwas übertriebenen Presseberichten, denn hier ist auch viel falsch berichtet worden in den letzten Tagen, hochgespielt worden. Ein Problem der Medien vielleicht. Viele haben da einen Schrecken bekommen und sich gedacht, das können wir nicht machen. Wir können über Weihnachten nicht nach Thailand. Aber natürlich kann man das. Hier, das ist Bangkok, diese Riesenstadt hinter mir. Da hat es an einigen Ecken tatsächlich, immerhin ein Dutzend, hat es Auseinandersetzungen gegeben in den letzten Tagen. Aber in anderen Vierteln, großen Vierteln, in Vergnügungsvierteln, ganz normales Leben. Dann haben wir das jetzt auch wieder korrigiert. Vielen Dank, Peter Kunz nach Bangkok.